im Haus sind, wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Und natürlich das Personal und alles bis ganz oben. Wir feiern heute unser 40-jähriges Bestehen. Uns erwartet ein vielfältiges Programm. Auftreten werden die Jugendweltmeister in Turniertanz. Wir haben eine Modeshow vorbereitet und aufgrund der Vielfältigkeit im Haus werden wir heute in drei Sprachen moderieren, in Deutsch, Ukrainisch und in Gebärdensprache. Wir dürfen Sie sehr herzlich im Haus Marie zur 40-Jahr-Feier begrüßen. Шановні гості, дорогі мешканці, ми раді вас вітати на святкуванні 40-річчя будинку Марія Кіль. Ich finde die Offenheit und die Freundlichkeit, die das Haus ausstrahlt und die Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen ausstrahlen, das ist die Zeit, wie der Angriffskrieg von Russland begonnen hat, wie hier die ersten Familien eingezogen sind, einfach auch wie dann hier die Stakeholder, wie die Bezirksvorstehung, die Umgebung und so weiter, auch diese Menschen hier aufgenommen hat. Und ich glaube, das macht das Haus aus, einfach diese Offenheit, diese Freundlichkeit und auch diese Neugier, gewisse Dinge auszuprobieren. Für Bezirkspolitik ist es immer wichtig, dass man ein tolles Angebot für Daseinsvorsorge hat und schafft. Und je kürzer die Wege und je direkter die Kommunikation, umso besser. Und es ist vor allem auch den Angehörigen sehr wichtig, dass sie ihre Lieben hier gut betreut sehen, um auch entspannt älter zu werden und auch Hilfe annehmen zu können. Alles. Basteln, Turnen, Bingo spielen. Ja, am Montag haben wir ja Karten spielen und dann am Abend, am Nachher haben wir Bingo. Ich bin überall dabei. Das Haus Marie Hilf spiegelt den Bezirk wider. Das heißt, wir haben ein vielfältiges Angebot. Ja. Angefangen von unserem Gehörlosenclub, Schwerpunkt für Gehörlose, Menschen mit Behinderung. Wir haben Menschen mit Sozialpsychiatrie, die Tagfamilien. Seit kurzem haben wir auch mit der Flüchtlingsbetreuung begonnen und haben ca. 120 Personen aufgenommen. Auch Studenten wohnen bei uns, sie haben bereichernden Alltag. Wir haben uns gedacht, wir möchten etwas machen, wo alle gemeinsam ein Projekt verfolgen können. Mode ist einfach Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Tradition. Und so haben wir versucht, aus verschiedensten Themenkreisen ein bisschen Kultur auf die Bühne zu bringen. Das Besondere ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner diese Modenschau gemeinsam kreiert haben. Ja, und wir möchten dem Ganzen eine Bühne geben. Fashion Week im Haus Marie Hilf. Das, was dieses Haus lebt, ist das, was wir in Zukunft wollen. Grätzl, Verbindung, Vielfalt im Haus. Und ich glaube, das macht dieses Leben hier aus. Einfach diese bunte Mischung an Menschen, die hier tätig sind. Und auf das freue ich mich, heute hier den Nachmittag verbringen zu können.